So, wir sind wieder zurück beim Radsportmanager. Letzten Part sind wir hier im Kalender stehen geblieben. Aber ich würde vorschlagen, dass wir jetzt gleich mal ein wenig fortschreiten. Und dann nochmal hier ein bisschen vorankommen. Okay, und zu den Reservierungen für die Trainingslager haben sie mal schon mal bestätigt. Das war das Streckenerkundung Mitte Mai. Dann Berge und Vorsaison. Antwort der Veranstalter: Ach ja, wir haben dann nochmal Wildcards beantragen müssen. Obwohl wir die eigentlich nur gestrichen haben vorher und dann wieder reingenommen. Aber Mallorca Challenge und Andalusien Rundfahrt sind wieder mit drin im Kalender. Das wäre auch blöd, weil das sind ja unsere Ziele vom Sponsor. Da müssen wir aber jetzt trotzdem nochmal schnell reinschauen. Denn da gibt es ja seit dem 13er die Möglichkeit, dass man da verhandelt. Also Wichtigkeit, Top 3 Vuelta, Top 3 Baskenland-Rundfahrt, Top 3 Katalonien-Rundfahrt. Das sind, glaube ich, alles drei ziemlich hügelige bzw. bergige Rundfahrten mit Zeitfahren. Katalonien-Rundfahrt, glaube ich, hat kein Zeitfahren, oder schon? Na, Katalonien-Rundfahrt hat kein Zeitfahren. Dann nur erster Klassiker San Sebastian, erster, ja, also bei den spanischen Straßenmeisterschaften, Etappensiege bei der Tour de France. Ich glaube, da könnte man was ändern. Also ich glaube, da gehen wir mal auf Top 3. Da kriegen wir schon mal 16.000 Euro mehr im Monat. Etappensiege Giro. Da wollen wir eigentlich auch unter die Top 3. Top 10 Lüttich-Bastogne und Paris-Roubaix. Das passt. Ja, Top 10 Flandern-Rundfahrt wird schwierig, aber naja, können wir mal schauen. Dann Vorbereitung des Kalenders. Okay, dann müssen wir jetzt dann wirklich nochmal alles durchschauen, ob das alles so passt. Ich weiß nicht, ob man die Tour Mediterranean. Aber ich glaube, die brauchen wir auch nicht wirklich. Dann haben wir hier nicht so viel Rennen. Dann geht es hier schon rund. Dann sind hier die ganzen. Da ist ja schon zuerst das Sponsorenziel dann. Also hier Katalonien-Rundfahrt. Mailand-Sanremo ist das Ziel. Dann ist hier schon Baskenland-Rundfahrt und dann noch Paris-Roubaix. Dann haben hier noch so kleine Rennen. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie lange man den Kalender schon bestätigen muss im Voraus. Bis 31. März. Also praktisch bis hier. Und bis hier passen die Rennen, also das sind nicht zu viele, das ist in Ordnung. Jetzt müsste dann eigentlich schon bald unser Trainingslager losgehen. Bestätigung der Fahrerziele, ja, das haben wir ja schon mal gemacht. Das können wir löschen. Das können wir auch löschen. Zack, weg. Trink mal schnell einen Schluck, dass ich meine Stimme wieder wegen auf Vordermann bringe. So. Also so langsam, glaube ich, geht das Trainingslager echt los. Ich bin mir jetzt nicht sicher. 12.1. erst, naja. In 3 Tagen. Und dann hier hinten sieht man schon die erste Etappe vor der Tour d'Auvergne. Okay, jetzt sind zwei wichtige Mails dabei. Also Bestätigung des Rennkalenders haben wir gemacht. Tour d'Auvergne keine Wildcards, okay. Dann hier wieder so komische englische E-Mail. Confirmation of Sponsor Objectives. It's today that Sponsor Objectives are confirmed for the season. If you want to make changes. I would advise you to go straight away to the Sponsoren-Page. Ja, das haben wir im letzten Teil noch gemacht. Können wir gleich weitergehen. Negotiation of Objectives. Aha, okay. Also hier praktisch, dass man im Monat also die 26.800 Euro mehr kriegen. Weil wir ja die Sponsorenziele wegen erhöht haben.
Also Beginn des Trainingslagers ist jetzt. Der Quintan hat nur also praktisch eine Fitness für 6. Ja, da geht es dann erst hier dann los. Der hat seine Höhepunkte auch bei kolumbischen Zeitfahrmeisterschaften und dann bei der Tour. So, und jetzt gibt es dann hier gleich das erste Rennen in dem Spiel. Und zwar ist ja das die australische Meisterschaft. Und dann haben wir hier eine interessante E-Mail über die Tour-Wildcards. Also hier haben die ganzen, hier haben verschiedene Teams Wildcards beantragt. Also Vini Fantini zum Beispiel. Aber meistens ist ja bei der Tour so, dass Europcar, Soyason und Cofidis die Wildcards bekommen, weil das französische Teams sind. Aber also sowas zumindest im echten Leben 2013, soweit ich weiß. Ich kann mal kurz noch mal am anderen Computer schauen. Also ich bin mir auf jeden Fall nur ziemlich sicher, dass diese drei Teams waren. Moment einmal. Startliste. Also auf jeden Fall war dabei Soyason. Also Soyason. Dann war er noch dabei Cofidis. Und Europcar war auch dabei. Also hat es tatsächlich noch gestimmt. Und dann gibt es ja hier das erste Rennen schon. Ich wage jetzt mal einen Tipp, ich glaube, dass der Porte gewonnen hat. Nein, nicht einmal. Rory Sutherland von Saxo Trinkhoff hat gewonnen. Also hier sieht man schon erste nationale Zeitfahrmeisterschaften. Nicht Zeitfahrmeisterschaften, Straßenmeisterschaften in Australien. Der darf jetzt im nächsten Jahr das schöne gestreifte Trikot tragen. Können wir mal kurz das ganze Ergebnis anschauen? Mal schauen, wo der Porte ins Ziel gekommen ist. Richie Porte, 13. 2 Minuten Rückstand. Das war anscheinend hier so eine fünfköpfige Ausreißergruppe mit Kyle Evans drin, der eigentlich für die Fähigkeiten her viel besser ist als der Sutherland. Aber naja. Hier gibt es immer noch die E-Mails mit den Sponsorenverlängerungen, also IAM, Christina Watches. Und Quantec Indeland haben wir die Verträge verlängert. Da gibt es ja nur Wildcards für Paris-Nizza und für Tour de France. Und unser Fahrer für die Tour d'Ananda, also der André Amador, der wahrscheinlich unser Kapitän wird mit Hügelwert 74, der hat schon Fitness für 2. Also der ist auch mit im Trainingslager und da geht schon ganz schön voran. Mache ich gleich mal ein bisschen schneller, dass wir dann im Lauf der Zeit einmal zum ersten Rennen kommen, endlich. Weil so ist ja im Moment nichts mehr Wichtiges zu tun. Und tatsächlich hat meine Vermutung stimmt mit den drei Wildcards, also Europcar, Cofidis und Soyason, haben die Wildcards erhalten. Und dann haben wir für Tirreno Adriatico und dann Zukunft von Euskaltel-Euskadi. Und tatsächlich wird der Vertrag mit Teamsponsor Euskaltel-Euskadi am Ende der Saison nicht mehr verlängert. Das war ja auch in echt so und in echt gibt es ja das Team mittlerweile schon nicht mehr. Also da wollte ja der Fernando Alonso, der Formel 1-Fahrer, wollte ja ursprünglich einmal sich ein eigenes Team kaufen und das dann fördern. Aber das hat dann irgendwie nicht geklappt und deswegen ist das Team jetzt aufgelöst worden. Okay, dann sind wir schon hier oben am ersten Renntag. Tour d'Ananda Etappe 1 von Prospect nach Lobthal oder keine Ahnung, mit die Age oder nicht. Jetzt müssen wir nur mal kurz hier ins Material schauen. Aber hier haben wir schon unsere Räder gekauft. Also zumindest ein Bergrad und ein Ebenenrad. Und dann hier nur. Die anderen haben wir da haben wir ein Ebenenrad und ein Bergrad, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, dass wir jetzt gleich mal reinstarten dann ins erste Rennen.
Und jetzt können wir kurz mal hier schauen. Also am ersten Berg gibt es schon mal 10 Bergpunkte, das ist die einzige Bergwertung. Und bei den Zwischensprints gibt es jeweils 6 Punkte, also 18. Und im Ziel dann nur 8. Also dann wird der die Punktewertung anführen, der hier bei die 3 Sprints vorne liegt. Okay, unser Team ist ausgewählt. Jetzt können wir kurz nochmal die Fähigkeiten durchschauen. Also Hügel sind eigentlich alle Fahrer stark. 74, 74, 74, 73, 72, 70 und ja, 63 unser Helfer. Ich glaube, wir reißen gleich mal auf der ersten Etappe dann mit unserem Sprinter aus. Nachdem wir hier kurz das Setup gebaut haben. Mit 45 Ebene und 43 Berg, das sollte passen. Und den Ladebalken werde ich dann rausschneiden und dann sehen wir uns gleich wieder im Rennen. Bis gleich. Meine Damen und Herren, seien Sie gegrüßt. Und da sind wir schon wieder zurück. Rennens ist Hier bei der lang, Tour Down daher Under. Können wir vom Hauptfeld ein hohes Tempo erwarten. Ja, hier sieht man schon, hier habe ich mal vor längerer Zeit sein. So Sponsoren, Banden und so heruntergeladen. Ich weiß nicht mehr genau, auf welcher Seite das war. Aber ja, jetzt habe ich hier schon die ganzen Fahrer markiert und auf freien Einsatz gestellt. Und dann, ich mache das eigentlich vorher bei jeder Etappe, bei der ich einigermaßen aktiv sein will, weil dann von vorne einfach die Kontrolle besser ist. Und dann hat man gleich mal alle Fahrer vorne und dann kann man bei Attacken oder so einfach schnell mitgehen. Der Sanz, ja, das ist unser Sprinter. Genau, der kommt gleich mal nach vorne. Und da gehen schon die ersten Attacken. Endlich Juraj ein Sagan. Ausfallsversuch, aber Wer wahrscheinlich geht wird er nicht noch? weit kommen. Von Doch wer Emden, weiß von das schon. Belkin. Und da kommen unsere langsam nach vorn. Hier sieht man schon auf der linken Seite, dass die ganzen Einsatzbalken und so noch nicht ganz voll sind. Das liegt Herzlichen daran, dass die Glückwunsch. Fitness einfach noch nicht so toll ist bei den Fahrern. Teruel ist noch mit vorn. Und dann schauen wir uns mal die Ausreißer an. Isaichev, Bouchy und Jaroslav Popovic, der auch ein starker Kämpfer ist. Da ist er immer bekannt dafür, dass er immer bei Ausreißversuchen gut dabei ist. Wie Und da ein gingen aber Blitz hinten aus nochmal heiterem welche Himmel weg. kam der von hinten Ah, Berg angeschlagen. Krapsch, Zeitfahrer. War ja Der schon neu deutscher ermittelte Asan Zeitfahrmeister und beträgt auch, schon glaube mehr ich, als eine Medaillengewinner bei der Minute. Der Zeitfahrweltmeisterschaft. Ausreißversuch scheint heute Erfolg zu haben. Und dann haben wir hier das Peloton. Übrigens, die Sichten kann man hier, wenn man hier so klickt man einfach auf Alt und dann nicht aufs Mausrad, also dann kann man hier näher ran zoomen oder weg. Können wir gleich mal wegen Zeitbeschleunigung an, dann schauen wir uns mal die Entwicklung von an. Aber ich glaube, der Ausreißversuch wird sogar schon erfolgreich sein. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass gerade der erste Ausreißversuch schon erfolgreich ist. Dann haben wir unsere erste Chance schon mal verpennt. Jetzt trennen Sie schon mehr als 2 Minuten. Und dann brauchen wir praktisch, bei dem müssen wir jetzt erstmal wieder Führungsarbeit leisten und das habe ich jetzt eigentlich nicht vor auf der ersten Etappe schon. Und dann konzentrieren wir uns dann hier hinten auf den Sprint. Also praktisch dann hier den Hügel hoch und dann halt da auf die flanke Zielgerade. Und ja, wie man sieht, hier unten links, da sieht man den Wind, also der ist auch ziemlich stark und weht dann Das praktisch Tempo im von Hauptfeld ist so wohl deutlich langsamer nach geworden. Von den Mannschaften, die Nordosten. Fahrer in der Ausreißergruppe haben, ist Da können wir uns nochmal naturgemäß kurz die keine ganzen Initiative Teilnehmer zu anschauen. erwarten. Die überlassen Also das hier lieber den vor anderen Orica ist Teams. Albasini dabei, starker Hügelfahrer. Dann Geraint Thomas ist dabei, der ist ja vor allem ein guter Zeitfahrer, genauso wie Taylor Finney. Bosic, Sprinter, De Haese, Sprinter. Marcel Sieberg ist dabei, ist auch nochmal der Anfahrer von André Greipel, der hier nicht dabei ist, obwohl er ja normal immer bei der Tour Down Under dabei ist. Dann haben wir hier Tom Vilas von Argos, ein starker Sprinter. Malori, Zeitfahrer von Lampre. Rüdiger Selig ist dabei, ebenfalls ein deutscher Sprinter von Katjuscha. Und Marco Haller aus Österreich. Und ja, so
die Topstars sind jetzt gar nicht dabei. Also hier noch Matthews ist noch ein guter Sprinter. Das Feld zeigt sich völlig unbeeindruckt. Und der australische Meister, glaube ich, ist so viel ich jetzt sehe, gar nicht dabei. Also Sutherland, der ist ja bei, wo ist denn der, bei Saxo. Doch, er ist dabei. Kann man uns mal kurz das Trikot anschauen. Machen wir mal schnell Stopp. Opsa. Könnte man das australische Meistertrikot von Saxo Trinkhoff anschauen. Also wie man hier sieht. Schaut eigentlich ziemlich cool aus, finde ich. Dann haben wir hier noch ein Selig von Katjuscha. Da haben wir noch zum Beispiel noch ein Meistertrikot. Dann haben wir hier noch ein Meistertrikot von das ist von F. de Schoel, genau. Und hier von Wacker Soleil, also von holländisches Meistertrikot von Hoogeland. Und so langsam wird schon bei uns das Trinken knapp. Also, wo ist denn unser Helfer? Teruel darf gleich mal Wasserflaschen holen. Und da vorne geht jetzt gerade der erste Bergsprint ab. Können wir uns mal kurz anschauen. Also Sagan greift jetzt nochmal an. Und der holt auch den Bergsprint. Genau. Also Sagan gewinnt vor Boucher und Isaichev. Krapsch wird noch Vierter und hat damit noch zwei Bergpunkte. Also wird Sagan auf jeden Fall mal das Sprint-Trikot bis morgen auf jeden Fall mal übernehmen. Ja, die nächste Folge ist jetzt leider auch schon wieder vorbei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und macht es gut. Bis dahin. Servus.